Take 1, klapp. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde! Ich war sehr überrascht, als Caroline Link dann gesagt hat, sie würde sich des Stoffes annehmen, zumal sie ja dafür bekannt ist, dass sie ja nur ihre eigenen Stoffe in der Regel bis dahin gemacht hatte. Das war nun wirklich die schnell entschlossenste Entscheidung, die ich nun jemals in meinem Leben getroffen habe, dass ich das wirklich sehr gerne machen möchte. Jetzt schauen Sie die Stadt an, hier kommt sie, die schwebende Jungfrau aus Wuppertal. Freunde, beherrscht euch doch mal, was ist denn das hier für eine Unruhe? Den Happe kannte ich vorher nicht wirklich. Ich kannte halt Horst Schlemmer, aber wusste nicht, also Harpe Kerkeling hat mir nichts gesagt. Dass es Horst Schlemmer nicht gibt, sondern dass Harpe Kerkeling quasi Horst Schlemmer ist, das war für ihn am Anfang, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Ich habe versucht, dieses Missverständnis aufzulösen. Das ist mir dann, glaube ich, auch gelungen. Guten Tag, Herr Kerkeling. Guten Tag, kommen Sie rein. Das ist doch irre, wie der Junge das macht. Und er ist komisch, er ist dramatisch, er ist diszipliniert. Also insofern war ich sehr erfreut. Allein mit Harpe habe ich halt auch so ein bisschen gequatscht. Der hat halt natürlich auch ein paar Sketch von sich so ab und zu mal nachgemacht. Und ja. Ich gehe als Prinzessin. Hallo. Ja, das nehmen wir. Damit kannst du doch prima als Monster gehen. Ich gehe als Prinzessin. Ist mir egal, was die Leute sagen. Ich hätte nicht Julius Rolle spielen können, auf gar keinen Fall. Also auch jetzt, sein komödiantisches Talent ist ja einfach auch, es ist ja auch was, was man hat oder nicht hat. Ich glaube, sowas kann man schwer lernen und er hat's. Also an Karneval auf jeden Fall, dann nehme ich auch immer die abgedrehtesten Kostüme. Zum Beispiel, meine Schwester ist mal als Ü-Ei gegangen. Ich habe es dann nachgemacht, ich habe mir dann deren Kostüm genommen und bin auch als Ü-Ei gegangen. Finden natürlich alle mega lustig und ja. Und dann gibt es ja diesen Unterschied, ob nur die Mutti findet, mein Kleiner ist witzig, oder ob man wirklich lachen muss über ein Kind. Und das hat der Julius dann beim Casting einfach gut hingekriegt. Er konnte singen, er konnte tanzen. Als Peter, willst du ein Pferd? Was? Ob du ein Pferd willst? Ja! Ich komme aus einem ganz ähnlichen Milieu wie der Harpe. Ich bin auch 1964 geboren. Und ich komme auch aus der Provinz und meine Eltern sind auch eher so, und meine ganze Familie ist eher so nicht akademisch, sind eher so Macher, nicht unbedingt ganz großen Intellektuellen. Und deswegen kannte ich sie alle gut, diese Großmütter, die vom Krieg gezeichnet in einer gewissen Härte und Pragmatismus im Grunde die Familie am Laufen halten. Die Großväter, die ihre Geschichten im Krieg erlebt haben, die verrückten Tanten. Meine Geschwister sind halt relativ verrückt. Also wenn man meine Geschwister in die vom Film umwandeln, dann passt das schon. Also meine Schwester, mein Bruder ist mir so zurückhaltend. Reiten musste ich lernen, 2 Monate oder ein bisschen länger sogar noch beim Chandor. Und der war mega nett. Ich hatte als erstes das Pferd Gitano. Und dann wurde mir 2 Wochen vom Dreh erzählt, dass ich ein anderes Pferd bekomme. Unkastriert. Und der ist dann richtig abgegangen. Sieh mir das nicht länger an. Erstmal muss der Junge raus. Der Pferdhändler soll er was von haben. Der Junge muss mal an die frische Luft. Da brauchen wir gar nicht weiter reden. Ich fahre sehr viel Longboard an der frischen Luft mit meinem Hund. Das macht auch mega viel Spaß, weil die weiß Bescheid, wenn ich mit dem Longboard unterwegs bin, gibt die richtig Gummi. Und das ist halt schon cool, wenn man dann an den anderen Leuten so vorbeizieht. Ich nehme gerne noch ein Eierlikörchen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Die Schauspieler, die wir dabei hatten, waren Gott sei Dank alle extrem uneitel und im Dienst der Sache unterwegs und haben das akzeptiert, dass sie alle dazu da sind, diesem Jungen eine Plattform zu bieten, auf der er brillieren kann. Und das war sehr toll von ihnen und sehr unterstützend. Der Caroline war die ganze Zeit wichtig, dass am Ende auch ich mit dem Film zufrieden oder glücklich sein werde, im besten Fall. Letzteres ist der Fall. Ich bin glücklich. Ich finde, sie hatte ein Meisterwerk geschaffen.